Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier. Und moin moin Leute, ihr kleinen Schlumpf. Na, Scheiße machen. Oh, fuck. Was Egal, war? Hafensänger ist schon richtig. Ich wollte gerade Schlumpftitte sagen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Schlumpftitte gekommen bin. Schlumpftitte. High five, der ist auch gut. Merkt ich immer Schlumpftitte und irgendwie habe ich den gerade im Kopf gehabt. Egal, nein, die Aufnahme läuft noch. Ich finde das ästhetischer. Das ist ästhetischer. Ja. Also, moin moin, ihr Schlumpftitten-Laterneck hier. So, jetzt haben wir's. So, also, ja, diesmal seht ihr ein Uncharted 3 Labor-Gameplay, wieder mal Only Sniper, mit einem echt schönen Score, wo wir auch bei dem Thema wieder heute wären. Willst du da kurz was zu sagen? Ich wollte einfach noch mal kurz was zu Schlumpftitte sagen, bevor jetzt irgendjemand fragt, wie mein Azubi auf den Namen Schlumpftitte gekommen ist. Es liegt jetzt einfach daran, ihr kennt ja schon den Film Avatar. Und er hat mir mal erzählt, dass er diese Szene, wo diese beiden ja, Avatare da miteinander rummachen, irgendwie schon ziemlich erotisch findet für so einen Film. Da habe ich ihm gesagt, ey Alter, willst du dir jetzt auf so Schlumpftitten einen runterholen, weil die halt blau sind. Und seitdem hat er halt den Namen Schlumpftitte. Und deswegen hat es das so ergeben. Er hat jetzt ausgelernt. Glückwunsch an der Stelle zur Gesellenprüfung. Hat er bestanden. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ist jetzt mein erster ausgelernter Azubi. Aber gut, machen wir weiter mit dem Thema. Thema Kick in ist, your face in dem genau, Gameplay. So. Schlumpf in your Titte. Ey, wir hatten auch mal so einen kleinen Jungen, ja, der sehr aus wie ein Schlumpf, deswegen haben wir den immer Schlumpfi genannt. Nein, okay. Wenn ein kleiner Junge blau ist, würde ich ihn zum Arzt schleppen. Oh Gott. Okay. Und dann Okay. so eine Kuckucksklan-Outfits da anhat und. Genau, nein, wirklich mit weißer Zipfel mit und so, nein. Okay, gut, Also. also. Thema: Überscores in Gameplays. 120-0, 340 zu 1, 724.726 zu 2. Ungefähr, wenn es hochkommt. Also, wir hatten Was uns jetzt das. hochkommt, das mache ich in Suchen und Zerstören. Stimmt, ja. Ach, du musst da jetzt wieder untertreiben, wa? Ja, aber nur wenn ich schlechte Tage habe und ein paar Assists und so. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Nein, also wie gesagt, wir wollten einfach mal jetzt eine Runde ablästern und ein bisschen darüber quatschen, was jetzt da das mit den fetten Scores auf sich hat, weil bei Modern Warfare 3 und generell Call of Duty es oft Leute gibt, die da einfach mal mit ihrer Kackbuhnenwaffe durch die Gegend rushen und alles abschießen, was ihnen in den Weg kommt. Und ich frage mich immer, ob das dadurch dann trotzdem noch ein schönes Gameplay ist. Weil ich bin eigentlich nicht der Meinung, wie siehst du das? Also ich sehe das so, wenn derjenige wirklich am Rushen ist. Nehmen wir mal als Beispiel, mal kennst du Tesco? Zetesco? Habe ich schon mal gehört, Ja, der hat ja mit schon so ziemlich fast jeder Waffe eine Mo abgerissen. Und der ist wirklich immer gnadenlos offensiv. Den siehst du nur im Gegnerspawn rumhüpfen und der springt drei, vier Leuten auf einmal entgegen und sowas. Und das ist dann meiner Meinung nach auch noch wirklich Skill, wenn er die dann auch kaputt bekommt, weißt du? ja, gucke, aber Was für mich dann aber langweilig anzugucken ist, wenn jemand einfach nur seine ACR hat oder seine MP7 hat und spielt dann damit sehr, sehr defensiv, ne? Und reißt dann damit eine Mo ab. Und du siehst ihn halt nur immer seinen Bereich verteidigen, so ein bisschen hin und her laufen. Da liegt am besten noch eine Claymore irgendwo rum, dass der Gegner, falls er doch mal an ihm vorbeikommt, dann in die Claymore rennt oder sowas. Ja, und dann pimmelt er da halt ab. Und das ist gerade diese Standardwaffen, ACR, MP7, PP90 M1, FMG Akimbo, das ist einfach für mich einfach langweilig anzugucken. Auf Ja, jeden Fall. gucke, dagegen sage ich auch gar nichts, weißt du, aber du sagst ja auch schon mit fast jeder, weißt du, und es gibt ja auch Leute, die spielen ohne diese Waffen und das finde ich Ja. dann einfach extrem boring und das muss ich mir nicht angucken, weil ich das selber haben kann. Eben. So. Und deswegen ist jetzt mal meine Frage. Die könnt ihr mal in die Kommentare, also in die Kommentare hier unter dem Video below, wer Ray William Johnson kennt, ja mal reinschreiben. Ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was denn eure Standardwaffen sind. Und da könnt ihr auch mal ganz ehrlich sein, ihr könnt ruhig reinschreiben, wenn es die ACR oder sowas ist, da sticht euch niemand für den Kopf ab. Und ich habe mal eine Frage an euch, habt ihr schon mal so ein paar, ich sag mal, Exotenwaffen mal ausprobiert? Ich sag mal, es gibt ja in MW3 so viele Waffen, die ich so selten sehe. Ich glaube, PM9 heißt die ja, ich weiß nicht mehr selber, wie die heißt, MP9, PM9. Nicht die Sekundärwaffe, sondern die Primärwaffe. Spielt keine Sau, weil irgendwo mal gesagt worden ist, dass die scheiße ist. MP5 sehe ich auch sehr, 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 sehr selten. Oder diese CM901 oder weiß ich nicht was. Ja, die habe ich noch nicht ein einziges Mal gesehen. Ja doch, Totti hat jetzt ein Video hochgeladen, wo er die in Gold hat. Aber sind schon wirklich Exoten, also siehst du wirklich selten. Und deswegen würde es mich einfach mal interessieren, ob ihr auch so eine Waffe mal zockt und ob ihr auch wirklich sagt, ihr zockt die und die Waffe aus Überzeugung, weil ihr wirklich sagt, die und die ist besser. Oder sagt ihr einfach, habe ich nie groß ausprobiert. Ich hatte halt keinen Bock damit, jetzt irgendwie auf die Fresse zu kriegen, um meinen Score zu versauen. Ich habe jetzt einfach nur MP7 gespielt oder irgendwie sonst.
Nee, das finde ich aber auch sowieso immer so ein bisschen kacknoob-mäßig. Ich meine, was ist denn schon Score? Guck mal, du spielst ja jetzt nicht ein Spiel, nur um irgendwann sagen zu können, ja, ich habe den und den Score, aber hast als Ausrede denn, wenn du irgendwie vorgeworfen bekommst, dass du nur mit NPCs spielst, oh ja, guck dir mal meinen Score an. Weißt Ja, das du? finde ich traurig, weil ich meine, ich sehe es irgendwo, ich bin noch mit einer ganz anderen Mentalität groß geworden. Guck mal, ich werde jetzt 23 dieses Jahr. Und bei mir war es damals noch so, ich habe meine Kumpels damals gespielt, wir hatten nicht mal einen Multiplayer gehabt. Wir haben mit 5 Leuten bei mir zu Hause gehockt, mit einem Controller, haben Super Mario auf dem Super Nintendo gespielt und haben uns einfach abgewechselt. Wenn einer stirbt, ist der nächste dran oder irgendwie Ja, so sowas, habe ich weißt das du? auch früher Und gemacht. Dings, da gab es auch nicht groß Scores, wo ich dann gesagt habe, ey, meine Kumpels, Alter, okay, gut, man hat mal erzählt zum Beispiel, ja, ich habe bei Tetris jetzt so und so viele Punkte oder irgendwie sowas, ne? Aber Aber das ist ja dann auch wieder nicht so ein Score. eben, und ich Also. meine, ich kann ja bei Tetris nicht einstellen, dass ich nur unbedingt Quadratblöcken spiele oder irgendwie sowas, weißt du? Da hab ich auch alle Blöcke zur Auswahl. Und das ist aber, ich glaube, heute ist es einfach aber viel, dass man in seinem Freundeskreis der Beste sein will. Und wie lässt sich zeigen, wer der Beste ist? Anhand der KD. Und wenn einer sagen kann, ho ho, meine KD ist bei 2,64 und der andere sagt, oh, meine ist nur bei 1,2, ho ho ho, dann bin ich besser als du. Und da finde ich, fängt schon der Fehler an. Ich kenne Leute, die haben Mörder-KDs, spielen den ganzen Tag lang infiziert oder irgendwie sowas, haben eine Mörder-KD zusammen und sind einfach, was die Map-Kenntnis angeht, was die Kenntnis über Spawns, oh gut, das ist in MW3 ein bisschen komplizierter, aber sagen wir jetzt mal in MW2 angeht, total scheiße sind, was das Aiming angeht, totaler Müll, sind, was das Movement angeht, totaler Müll und haben immer nur eine Waffe, mit der sie spielen. Ja, pass mal auf, aber das ist ja genau das Problem. Das sind ja meistens die, die sich mit dem ersten Prestige-Emblem gleich die MP7 freikaufen. Ja, mit dem zweiten Assassin und Ja, das ist genau das Problem, weil deswegen ist es auch ein großer Grund, warum ich Uncharted spiele. Die meisten haben immer die Vorurteile, Uncharted, so Kindergrafik und ja, das und das und das ist scheiße. Aber ganz ehrlich, ich sage genauso, dass Modern Warfare scheiße ist. Man muss sich einfach mal von dem Spiel überzeugt haben. Du kannst nicht sagen, dass das und das und das und das und das Spiel scheiße ist und das und das und das an diesem Spiel scheiße ist, wenn du das noch nicht ein einziges Mal gezockt hast. So. Ja, Ich meine, eben bei ist. Uncharted brauchst du extrem viel Aiming und das wird so unterschätzt. Ein Kumpel von mir, mit dem ich auch mal das eine Duel gemacht habe, der war den einen Tag bei mir und meint so, ja, Digga, ich habe den und den Score wieder bei ME3 gerissen und so, war voll happy. Meint ich so, okay, High Five, Digga. Jetzt komm mal her, nimm mal einen Controller schnucklig in der Hand, weißt du, und dann spiel mal eine schäumige Runde Uncharted, dann will ich mal gucken, wie dein Score aussieht. Meint ich so, ja, ich bin ja an das Spiel nicht gewöhnt, ich muss mich erstmal einspielen, bla bla bla. Meint ich so, ja, High Five, du kannst den Controller auch behalten, mach mal. Ja, was ist? 5 Runden später war sein Score immer noch für den Arsch, weil du einfach extrem Aiming brauchst. Und klar, du brauchst bei Modern Warfare 3 auch Aiming, aber hier ist es so, da ist der Gegner nicht mit 2 Schüssen oder anderthalb getötet. So, Was weißt du, ich was ich vor allem auch meine? sagen muss, zum Beispiel Battlefield 3, jetzt mal im Vergleich zu MW3, ist ja auch bei denen, bei da ist ja bei vielen Waffen, du kannst die gar nicht dauerrotzen und schießen. Das ist es. Weißt du, was ich meine? Also Ja. die verziehen ja, du musst ja echt so im Burst, also schussmäßig schießen, weil sonst kriegst du ja gar nichts gebacken. Und das ist das, was mich bei MW3 so stört. Du kannst im Prinzip die Augen verbinden, nimmst deinen Controller in die Hand, drehst dich im Kreis und machst Dauerfeuer und ja, kriegst dann auch irgendwie den Mob zusammen oder irgendwie Genau, das sowas. ist genau das Ding, weil das geht bei Uncharted zum Beispiel auch nicht. Ich kann ja demnächst mal ein ganz normales Standard-Gameplay hochladen, wo ich wirklich nur mit der M9 oder so spiele. Und da wird man auch sehen, wenn ich einmal schieße, die verzieht richtig wie im echten Leben. Und ganz ehrlich, in MW3 ist sowieso extrem unlogisch, ja? Ich meine, ist ja oft so, dass man mit einem Also, Scharfschützengewehr in der Hand dreimal durch die Rolle springt und dann noch einen Quickscope macht. ja, so ein Aber 50 Kaliber Schrotflintengewehr, ich glaube, 99% der Leute, die Quickscopen und Trickshotten machen, ich glaube, die können so ein Gewehr nicht mal hochheben. ja, das In ist es. echt. Und geschweige denn, dass man so sich gemütlich unter die Achsel klemmt, in der anderen Hand noch gemütlich irgendwie so ein Handy in der Hand, um mal eben eine Cobra reinzurufen und dann mal eben so aus dem Handgelenk raus, Ja, dann nochmal das eben ist es jemanden einfach. wegholen. Ey, wir Ich labern schon meine, wieder 10 Minuten, ey. Wie schnell geht gut, das? sind wir jetzt mal beim Thema Logik. Ich meine, irgendwo sind es alles Spiele. Spiel soll in erster Linie Spaß machen und deswegen kann die Logik da meiner Meinung nach auch mal hinten anstehen. Ja, klar. Das ist aber, wenn ich schon, ich sag mal, Real-Life-Waffen benutze, ich sag mal, Sachen, die Waffen in MW3 gibt es ja in der Realität auch. Optisch teilweise ein bisschen anders, aber vom Grundprinzip her gibt es ja diese Waffen. Dann wäre ich auch dafür, dass man das Ganze auch ein bisschen realistischer gestaltet.
Und wenn man jetzt also so Spiele wie Halo nimmt, mit irgendwelchen Laserwaffen und bla bla und so, oder Unreal Tournament 3, die können von mir aus so ruhig in der Hand liegen und die, ne, können von mir aus laut Fantasie der Spielemacher auch nur 20 Gramm wiegen oder irgendwie sowas. Das ist dann eine Fantasiewaffe. Aber Sachen, die es dann in echt gibt, finde ich, die sollten sich dann auch so ein bisschen so verhalten, wie sie es in echt tun. Ja. Und ich finde einfach, MW3 ist ein sehr noob-freundliches Spiel. Ich meine, gut, das Thema gab es auch schon oft genug, aber ich muss einfach sagen, mir macht MW3 in letzter Zeit immer, immer weniger Spaß. Ich erwische mich immer wieder, wie ich dann einfach mal Unreal Tournament 3 auf dem PC zocke. Oder einfach so eine gar nicht Multiplayer-Games, einfach, als Beispiel einfach nur Borderlands oder irgendwie sowas, weil es mir einfach mehr Bock macht, als mich da jetzt hinzustellen und in MW3 rumzurotzen. Und deswegen auch nochmal mein Aufruf jetzt an meine Abonnenten. Ich werde zukünftig, ich kriege ja ständig Anfragen wegen Gameplays, ich werde alles, wo ACR, MP7, PP90M1, Quickscope oder irgendwas drinsteht, werde ich nicht mehr annehmen. Es sei denn, es sind jetzt Gameplays von mir selber und ich habe mal mit ACR gespielt und was gemacht oder irgendwie sowas. Aber ich möchte einfach bei mir in Zukunft einfach ein bisschen ausgefallenere Waffen zeigen. Achso, kurze Unterbrechung, nicht wundern, Freunde, warum ich meine Gegner in die Luft jage, aber das hier ist ein Planner-Match und ich hatte keinen Bock, dass es so früh vorbei ist, deswegen muss ich die jetzt einfach mal aufhalten, weil der eine Kacknuck die ganze Zeit das Spiel beenden wollte. So, mach weiter. So, deswegen auch mein Aufruf jetzt, wenn ihr meine richtigen Abonnenten seid, meine richtigen Fans seid und auch meine Videos anguckt und hier zuhört, dann bitte ich euch darum, spielt mal mit ein paar ausgefalleneren Waffen an die Leute von euch, die gut sind, spielt mal mit der PM9, spielt mal mit der MP5, spielt mal mit der CM, wie auch immer sie heißt, und macht mal damit ein schönes Gameplay oder mit einem LMG, habe ich glaube ich noch gar nichts gezeigt in meinem Kanal oder irgendwie sowas, und dann schickt mir die Gameplays mal zu und die nehme ich dann auch, die zeige ich euch dann auch. Ja, das schreibt, ist es. Schreibt irgendwie rein, schreibt Laternek in den Betreff und schreibt Laternek Gameplay rein, da weiß ich, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr dementsprechend schönes Gameplay für mich habt und das zeige ich dann auch, das verspreche ich euch. Genau das ist es, Freunde, weil guck mal, ihr wollt ja nicht so eine Kack-Noobs aus der Massenzüchtung sein, die wie die Zwergkaninchen da die ganze Zeit rumhoppeln und alles wegschubsen, was ihnen in den Weg kommt. Ganz ehrlich, das hat nichts mit Skill zu tun, Freunde. Die meisten sagen jetzt wieder, ich kann nicht von Skill reden, weil ich hier so ein Kinderspiel spiele, nur weil es ab 16 und ich habe 18 ist, Freunde. Aber glaubt mir mal, ich wette mit euch, hier braucht ihr viel mehr Skill als in Modern Warfare 3. Ja. Ist einfach mal so, weil wenn du da ein halbes Magazin auf den Gegner raufschießt, klar, dann stirbt er, aber trotzdem brauchst du extrem gutes Aiming. Und hier, was ich die ganze Zeit wegsniper, das sieht alles übel leicht aus, aber bis ihr das erste Mal einen Kill mit dieser Sniper gemacht habt, ich sag euch, Freunde, da vergehen Jahre. Und das wird extrem unterschätzt, deswegen finde ich das echt kacke, dass sie dann sagen, ja, dies und das ist scheiße, aber... Ich sehe es so wie du, erstmal das Spiel selber ausprobieren, erstmal eine eigene Meinung zu machen, und jetzt nicht auf den PI-Sticker oder irgendwie sowas dazu gucken. Ne? Oh, ich sehe gerade, kurzes Update, das muss ich einfach mal eben loswerden. Mein Paket scheint heute wirklich doch noch anzukommen, weil es ist jetzt auf das Zustellerfahrzeug aufgeladen worden. Ehrlich? Das heißt, ja, heute kommt meine Xbox, Leute. Ich weiß, wenn ihr das Gameplay seht, ist es wahrscheinlich gestern gewesen. Und es sei denn, ich schaffe es jetzt erst heute noch hochzuladen, muss ich schauen, wenn ich zur Arbeit muss. Dings, nur verzeih ich euch vielleicht noch heute Abend. Eine Minute noch. Meine Xbox kommt? Ja gut, dann sag du noch ein bisschen was. Ja, hast du also, wenig geredet? Wie gesagt, das war halt jetzt mein Anliegen. Ich hoffe, euch haben die Themen gefallen und dass wir da mal zusammen was gemacht haben und das Duel war wirklich längst beschlossene Sache, also jetzt nicht, dass ihr denkt, er nimmt da jeden und was weiß ich, also habe ich noch extra darauf angesprochen und also wir sind schon Kumpels so ein bisschen geworden und... Eben, außerdem der Laternek, den kannte ich auch schon vor dem großen Abonnenten-Boost, kannte ich ihn schon, wir haben schon zusammen so ein bisschen Minecraft gezockt, auch so einfach mal aus der Reihe geskypt und das finde ich immer wichtig, dass Leute auch Kontakt mit mir suchen, abgesehen von YouTube. Und er skype auch einfach so mal mit mir über Real-Life-Themen und alles mögliche. Und dann ist auch mal so ein Duel drin. Aber wenn jemand einfach wirklich mich nur anschreibt wegen einem Duel oder nur wegen einem Gastkommentary und dem ich ansonsten, ich sag jetzt mal als Person, scheißegal, wenn der sagt, fick dich, wer du bist, ich will jetzt einfach nur das Duel machen und wieder raus oder ja, irgendwie sowas. Nee, da habe ich dann meist keine Lust drauf. Deswegen, wir wollen uns auf Real-Life treffen und alles gechillt. Und eben, ja, dieses Gameplay endet mit einem 24:2, Freunde. Da wächst mir wieder ein drittes Ei, wenn ich das sehe. Haut da rein. Mach mal hier Applaus. Haut da rein. Tschüss. Tschüss.